Was ist die Rente mit 63? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Im gesetzlichen Rentenrecht kennen wir insgesamt 17 Rentenarten. Zwei davon sind die Altersrente für langjährig Versicherte und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Im Volksmund werden diese beiden Rentenarten auch gerne bezeichnet als Rente mit 63 oder als Frührente. Die Rente mit 63 ist aber keine eigene Rentenart. Beide Rentenarten unterscheiden sich erheblich. Die Altersrente für langjährig Versicherte kann ich nur bekommen oder in Anspruch nehmen, wenn ich 63 Jahre alt bin und 35 Jahre Wartezeiten nachweisen kann. Diese Rente gibt es meist mit Abschlag. Ich kann diesen Abschlag selbstverständlich auch heute wieder zurückkaufen über die Flexi-Rente. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann ich nur dann in Anspruch nehmen, wenn ich 45 Jahre Wartezeiten nachweisen kann. Und ab dem 1.7.2014 als Variante mit dem 63. Lebensjahr in Anspruch nehmen oder dann für jedes Geburtsjahr später zwei Kalendermonate später in Anspruch nehmen. Die Rente mit 63 ist ein Sammelbegriff für den Ausstieg aus dem Arbeitsleben ab dem 63. Lebensjahr in verschiedenen Varianten. Näheres zum Thema Rente mit 63 können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.